Natascha, bist du da? Tut mir leid wegen Fein. Können wir uns morgen sehen? Zwischen Liebenden sollte es niemals Geheimnisse geben. Ich wollte dich gerade anrufen, ja, dass mit dem Mittagessen klappt nicht. Was ist passiert? Nichts Wichtiges. Warte! Doch für Harry und Natascha sind die Dinge etwas komplizierter. Haben sie dich zuerst auf mich angesetzt oder mich auf dich? Die beiden sind Geheimagenten. Brüllen wir es doch gleich durchs ganze Hotel, dass wir Spione sind. Dann haben alle was davon. Er arbeitet für die CIA. Zeigen wir ihm doch die Waffe. Dave, was sagen Sie jetzt? Hä, was ist das? Eine Waffe. Und sie arbeitet für die andere Seite. Sie ist ein Profi. Harry ist ihr Auftrag. Erzähl mir ein Geheimnis. Du zuerst. Triffst du dich noch mit der kleinen Rosetta Jean? Schon gut, aber tu mir den Gefallen und rede nicht im Schlaf, okay? Doch jetzt in der Zeit der Neuordnung, der weltweiten Spionage... Ich brauche jemanden, der das hier nach Helsinki liefert. Was das ist, wissen Sie. Ja, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ist das nicht der Gegner, weshalb man sich Sorgen machen muss? Ich habe gedacht, Sie haben etwas für mich. Aber nicht gleich. Nein. Jetzt? Nein. Die haben mir noch nie so einen Auftrag gegeben. Sondern die eigenen Leute. Wenn Sie auf mich hören, können wir Russland kaufen. Können Sie einen Satelliten manipulieren? Wollen Sie ihn loswerden? Nein, er ist ein Freund. Wenn man mit seinem Feind schläft... Ich muss mit dir reden. Willst du mir einen Heiratsantrag machen? Nimm mich endlich mal ernst. Sollte man ganz sicher sein, dass man im Schlaf nicht redet. Ich liebe dich. Bill Pullman, Irene Jacob, Spy Games, Agenten der Nacht. Es wird allmählich knapp. Fuck. Ja, boah. Okay, na gut.